Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Doch der dunkle Lord wird ihn als ebenbürtige... hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit insgesamt 10 Fakten über Prophezeiungen. Ein sehr spannendes Thema und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt hiervon noch nicht kennen werdet. Ich gehe ganz stark davon aus. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Innerhalb der Wizarding World bezeichnet der Begriff Prophezeiung die Vorhersage eines sogenannten Sehers, sprich einer Person, die die Fähigkeit besitzt, in die Zukunft zu blicken. Oft wurden diese Prophezeiungen in einer kryptischen Sprache wiedergegeben, die keine direkte Interpretation zuließ. Fakt Nummer 2. Gemachte Prophezeiungen können in sogenannten Prophezeiungsaufzeichnungen gelagert werden. Dabei handelt es sich um kleine, mit Nebelschwaden gefüllte Glaskugeln, die in der sogenannten Halle der Prophezeiungen auf Ebene 9 der Mysteriumsabteilung aufbewahrt und geschützt werden. Fakt Nummer 3. Diese gerade angesprochenen Prophezeiungsaufzeichnungen werden oft einfach als Prophezeiungen bezeichnet, obwohl dies ein falscher Begriff dafür ist. Denn die Prophezeiungsaufzeichnungen waren lediglich Protokolle der eigentlichen Prophezeiungen. Grund für die Aufzeichnungen war, den Überblick über alle gemachten Prophezeiungen der Wizarding World zu behalten. Fakt Nummer 4. Prophezeiungsaufzeichnungen können nur von denjenigen, die sie betreffen, aus den Hallen der Mysteriumsabteilung herausgenommen werden. Im Falle der auserwählten Prophezeiung von Sybil Trelawney war dies Harry Potter, weshalb er im 5. Teil auch ins Ministerium gelockt werden musste. Fakt Nummer 5. Bekannt ist lediglich ein einziger Fluch, welcher auf den Prophezeiungsaufzeichnungen liegt, um diese vor Unbefugten zu schützen. Dieser Fluch löste beim Eindringling Wahnsinn aus und reichte aus, selbst die stärksten Flüche einschließlich des Imperiusfluchs zu brechen. Wie man im Fall von Broderick Bode im 5. Teil von Harry Potter sah. Fakt Nummer 6. Eine Gefahr bestand vor allem darin, wenn Prophezeiungen missinterpretiert wurden. Beispielsweise, wenn eine Person glaubt, Gegenstand einer Prophezeiung zu sein, obwohl eigentlich jemand anderes gemeint war. In solchen Fällen kann die Bemühung der Person, der Prophezeiung zu entsprechen oder entgegenzukommen, einen sehr negativen Einfluss auf alle beteiligten Personen haben. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Vor der Schlacht der Mysteriumsabteilung wurden weit über 100.000 Prophezeiungsaufzeichnungen dort aufbewahrt, bis die Schlacht dafür sorgte, dass ein Großteil von ihnen zerstört wurde. Fakt Nummer 8. In der Verfilmung von Harry Potter und der Orden des Phönix erklingt ein Echo der Prophezeiung, die von Sybil Trelawney ausgesprochen wird, während Harry sie in der Hand hält. Im Buch hingegen hört er sie von Professor Dumbledore. Ein weiterer Unterschied zwischen Buch und Film ist, dass die Prophezeiung über den Auserwählten nicht wie im Film von Lucius Malfoy, sondern von Neville Longbottom zerbrochen wird. Fakt Nummer 9. Bereits in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban erwähnt Albus Dumbledore die Prophezeiung des Auserwählten indirekt, obwohl sie in voller Gänze erst ab Teil 5 thematisiert wird. Dumbledore sagte nämlich in Teil 3, dass die Prophezeiung über die Rückkehr von Peter Pettigrew zu seinem Meister die zweite Prophezeiung war, die Trelawney gemacht hatte. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Obwohl eine Prophezeiung als eine Form der Weissagung angesehen wird, gab es wesentliche Unterschiede zwischen einer wahren Prophezeiung und den traditionellen Wahrsagereimethoden, wie zum Beispiel dem Lesen von Teeblättern, Handlesen oder Kristallkugeln. Im Gegensatz zu diesen Methoden gab es bei der Prophetie keine technischen Verfahren, die befolgt werden konnten, und die Kunst konnte auch nicht aktiv gelehrt oder praktiziert werden. In den meisten Fällen begann ein Seher unwillkürlich, eine Prophezeiung zu rezitieren, verfiel in einen tranceähnlichen Zustand und sprach die Worte mit einer deutlich anderen Stimme aus. Ja, das waren meine 10 Fakten über Prophezeiungen der Wizarding World. Wie immer in der Hoffnung, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Viele 100 weitere Faktenvideos zu Wizarding World findet ihr unten über die Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!